da sind wir wieder. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Für uns geht's heute in die Türkei. Aber diesmal nie wie gewohnt mit dem Auto. Ich bin gespannt, wie das wird für mich, so ohne mein Auto zu reisen. Wir fahren heute erstmal Richtung Leipzig. Da treffen wir uns mit Thea und mit René. Ah, ich bin ganz aufgeregt. Der hat vor 2 Tagen geschrieben, so, ich bin morgen wieder da, kommen wir uns treffen. Und seitdem habe ich nicht mehr geschlafen. Also schon, aber nicht wirklich gut. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich übel, dass die endlich wiederkommen. Der kleine Aaron kommt auch mit. Wir treffen uns, wie gesagt, in Leipzig, bleiben dort in der Nacht stehen, pennen dort und morgen geht unser Flieger rum. Jess hat jetzt noch kurz ihr Auto weggeschafft. Die Zeit müssen wir nutzen, wenn wir hier in die da sind, dass der TÜV gemacht wird und so. Da muss er im Alltag dann auch nicht drauf verzichten. Da ist er! Heute Kamera an! Aber eins ist schon mal klar, der Dicke fehlt unheimlich. Wie passend, Rennys Lied! Woo! Noch 1 Minute, dann sehe ich ne! Freut sich auch ein bisschen? Ich bin ganz aufgeregt, ja. Oh mein Gott, da steht er! Nach einem fucking Jahr, Alter! Woohoo! Da ist er, der kleine Drecksack, da ist er! Gott, bin ich aufgeregt! Der macht schon wieder Party! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Mach doch mal das Brett auf! Geh mit dem Handy weg. Was war das? Warum hältst du ein Interesse? Weil ich kann! Hör doch mal mit diesem scheiß Handy. Nein, du musst das, du machst mir so ständig mit mir. Die Tür und hält mir erstmal die. Jetzt kommt das Tee-Alleinchen, Familie wieder komplett. Natürlich, weil ich kann, Herr Greer. Ja, ja. Da ist er! Tee! Hast du endlich geschafft? Stabil und kompakt bist du aber immer noch. Nein, die hat ganz viel abgenommen, hat sie. Mama Ei? Mama Ei? Du bist ein Checker! Guten Morgen! Wir sind mittlerweile alle wieder erwacht und ein bisschen in Aufbruchstimmung. Wir müssen noch ein bisschen packen für den Flug. Liegt alles noch ein bisschen wild rum. Ich hoffe, Renny bringt mir jetzt noch die Schilder an, die geilen bunten. Dann trinken wir noch einen Kaffee zusammen und dann ist eigentlich auch schon ein Abflug angesagt. Also zumindest erstmal in Richtung Flughafen oder unser Stellplatz. Wir haben einen Stellplatz von Jess, ihrer Freundin. Da können wir eine Woche stehen mit dem Auto. Und das beruhigt mich auch so ein bisschen, dass das Auto ein bisschen geschützt ist. Ich könnte das nirgendwo hier so frei auf der Straße rumstehen lassen. Da hätte ich keine ruhige Minute, glaube ich. Es gibt noch pakistanische Schilder. Kennzeichen abmachen. Dann nochmal schön wieder drüber und so. Ja, genau, schön mit dich. Sehr, sehr geil. Das ist so wunderschön! Und auch das hier vorne, das passt wie Arsch auf Eimer. Das sieht so gut aus. Ich liebe es. Auf Wiedersehen, Herr Greer. Tschüssi. Tschüss. Matze Pups, sagst du Tschüss, mach Winke Winke. Winke Winke, Greer. Winke Winke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. So, da fahren sie dahin, wir starten. Das war auf jeden Fall ein mega krasses Gefühl, so gestern um die Ecke zu kommen und Helga da stehen zu sehen, wenn du vorher gesehen hast, wo der überall in der Weltgeschichte rumgeguckt ist und so. Und dann steht er auch immer wieder vor dir. Und die kommen unbeschadet wieder, das war schon mega krass. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Ich habe nicht so viel gefilmt, einfach weil es ist halt unsere Zeit nach einem Jahr, da willst du das nicht, dass du da irgendwann so mitfilmst. Aber wir sind einen kleinen Mitschnitt für euch. Also wisst, wir sind wieder zusammen, die sind alle angekommen und wir schaffen jetzt das Auto weg. Und dann, also langsam kommt da so ein bisschen die Aufregung so vom Fliegen und ja, so über den Wolken, wie fühlt sich das an? Ich bin zwar schon 2 Mal, also einmal als Kind und ich bin dann nochmal mit 18 oder so, aber es ist schon wieder 100 Jahre her, also ich bin ein bisschen gespannt und aufgeregt. Hallo, Entschuldigung, ich stelle mich ein bisschen blöd an, das ist mein erster Flug, wir fliegen mit Freebird und wo müssen wir denn da hin? Freebird wird irgendwo dort vorne sein, aber es ist... Alles klar, vielen lieben Dank. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Da wir noch warten müssen, gönnen wir uns erstmal eine Massage. Gepäck ist aufgegeben, wir sind gebucht.
Ich bin auf die Fresse geflogen. Und von dem daneben. Prost. Wir haben alle Kontrollen geschafft, wir Gangster. Das geilste war, wenn du dort hier zum Röntgen musst, die fassen ja nachher erstmal die Schlupper. Ich war ganz schockiert. Ich sag, was machst du denn? Das Schlimmste war, einen Gürtel abzugeben. Ich habe nämlich gedacht, ich laufe nackt schon ohne Hose durch diese scheiß Kontrolle. Noch eine Stunde warten. Das ist ja übrigens, Jess, ihr erster Flug und ich bin wie ein bisschen stolz, dass sie das jetzt mit mir hier so durchzieht. Hast du gehört? Ja. Stolz ist sie. Wir haben ehrlich gesagt gar keine Ahnung, ob wir aufgerufen werden, ob wir dann mal kommen sollen oder nee, weil es ist ja unser erstes Mal. Hier ist noch alles leer. Wir sind bestimmt doch zu Zeit. Andalia. Tod nach Vorabend. Zeit, dass wir endlich im Flieger sitzen und ich mal kurz abwarten kann. Ich bin ein bisschen durch von gestern Abend. Ich freue mich auf die Bar. Ich meine natürlich die Suppenbar im Hotel. Jetzt kommt da unser Freebird. Hast du gehört? Verspätung wie bei der Deutschen Bahn. Hau ab, das ist mein Platz. Sie hat meinen Platz geklaut. Wie sieht es aus mit der Aufregung? Es geht immer noch. Hast du gut? Nee. Muss auf Diät, die Frau. Hallo? Hallo. Nix mit Beinfreiheit hier. Also ich glaube, beim Start kacke ich mir ins Hemd. Es ist so verdammt eng. Ich hasse es. Geht los. Ausrasten. Hier muss man sich auf jeden Fall sehr, sehr mögen, wenn man so eng beieinander sitzen muss. Jetzt geht los, beben ab. Jetzt heben ab. Jetzt, was hast du? Dein erster Flug, du fliegst. Zu viele Menschen, zu viele Bekloppte, ey. Ein Hoch auf das Camperleben, ohne Scheiß. Ich glaube, das sind unsere Taschen. Wir haben es schon mal bis in den Bus geschafft. Ta-da-da-da. Das ist es! Wir haben es endlich geschafft! Wir sind am richtigen Hotel ausgestiegen! Endlich! Bad? Kann man angucken? Langt! Guckt euch das an! Es ist schon ein geiles Ding hier, ey! Hier drüben ist so klar der Bazar, da müssen wir die Woche auch nochmal hin. Der hat gesagt, wir müssen jetzt noch zum Essen gehen. Ich glaube, es ist nachts um eins oder sowas, oder? Es ist nachts um eins? Es ist Viertel drei, aber der hat uns zum Essen geschickt. Wir müssen erstmal essen gehen. Erstmal müssen wir mal die Bar checken. Wie geht denn das auf hier? Was jetzt? Wasser? Will ich mich verarschen? Du weißt schon, dass es bedeutet, dass wir jetzt an der Bar landen, oder? Mega schick hier. Das ist ja schon mal eine andere Nummer als ein Camper, ne? Aber ich vermisse ihn trotzdem. Kleine Black Pearl. Hauseigene Einkaufsmeile. Wir suchen uns jetzt hier total blöd. Hier kannst du dich verlaufen. Wir wissen nicht, wo du essen gehen sollst. Aber hier ist um einiges frischer als in wo sind wir gelandet? Antalya. Ja. Da kannst du die Jacke ausziehen jetzt. Wow. Welches Bar? Wir wollen essen. Ey, wir haben keine Ahnung, wo es hier überhaupt ist. Hier ist nicht ausgeschrieben. Das ist ein Riesenteil hier. Ich glaube, wir werden verhungern. Jetzt gehen wir hoch wieder zurück an der Bar. Müssen wir uns da trinken? Runde Nummer 2. Ah ja, guck mal, hier ist noch Licht. Vielleicht kriegen wir doch noch was. Ja, der sieht nach Essen aus. Hunger.
Katzi hat Hunger. Guckt euch das an, das sieht gut aus. Dunkel wie ein Bärenarsch hier. Mit besten Ausblick. Guten Hunger, mein Schatz. Aber einen schönen Urlaub. Also wenn man schon mal AI hat, muss man das natürlich nutzen. So, wir haben fertig. Wir müssen echt ins Bett. Ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das? Auf den Wecker. Halb fünf. Mit Zeitverschiebung. Wir haben uns noch so ein Getränk mit aufs Zimmer genommen. Ey, wir sind sowas von durch, ne? Und vor allen Dingen, wann gibt's Frühstück? In 3 Stunden oder so? Ja. Das ist der Nachteil in so einem Hotelurlaub. Aber scheißegal. Wir haben uns in Mexiko gestellt. Und wir freuen uns mega auf den Strand, morgen auf die Sonne. Wir sehen uns morgen früh. Wir müssen jetzt unbedingt schlafen. Bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen. Mega, mega geil. Also, unser Tag hat schon etwas früher gestartet. Aber wir hatten jetzt hier noch irgendeinen, wie hieß denn der Typ jetzt? Manager, Reiseleiter. Der hat uns Reisen aufgedrängelt, was wir natürlich mitnehmen müssen. Und, ach ja, Ali war noch da und was weiß ich. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal zum Strand. Also ich muss schon sagen, ich bin sehr überzeugt von dem Hotel. Ist mega geil, ne? Ja. Du kriegst rund um die Uhr Essen, Trinken, alles mögliche und überall am Strand und dort und alle mega nett und ich lieb's schon. Das ist schon der große Vorteil zum Camping. Also dieses einfach mal bedient, weil mir fällt das übel schwer, das zuzulassen. Aber das hatte wirklich was frisch sofort Urlaub von Erholung. Das ist schon irgendwie geil. Jetzt gibt's hier erstmal ordentlich Mittag am Strand. Oh, was für ein Ambiente. Das ist schon wie ein bisschen geil. Oh, knüppelheiß der Sand, die kannst du gar nicht laufen, ey. Aber wir haben uns jetzt hier so ein bisschen abseits platziert. Hier sind hier so viele Menschen. Ich werde jetzt erstmal das Wasser genießen. Ich glaube, es hat so 18, 19 Grad, also schon voll Badetemperatur. Ab in die Brühe. Wir haben gerade ganz spontan entschlossen, also einmal im Jahr werden wir uns das jetzt immer gönnen. Einfach mal so einen AI-Urlaub irgendwo hinfliegen. Das ist voll das Kontrastprogramm zum Campen. Und selbst als wir letztens mit den Kindern halt an der Ostsee waren, da hatten wir ja so ein Haus gebucht, ne? Du bist ja trotzdem aber für alles verantwortlich. Also das Haus hat letztendlich genauso viel gekostet, wie was wir hier bezahlen. Und du musst dann das Essen noch extra, du musst dann selber dorthin kommen. Und stehst halt selber in der Küche. Hier kannst du rund um die Uhr an die Bar rennen und mit den geilsten Leckereien. Und ich lieb's wirklich. Und ich vermisse gerade die Black Pearl nicht ganz so, wie ich dachte. Also die nächste Runde geht übrigens nach Dubai, definitiv nächstes Jahr. Da habe ich richtig Bock drauf, weil ich weiß, dass ich mit dem Camper da nicht hinkommen werde, ne? Wir sitzen gerade hier nach dem Strand. Die sieht man eh nicht. Kannst chillen. Und genießen noch schnell einen leckeren, kühlen Cocktail. Wir gehen nachher... Sonnenschädigung. Wir gehen dann nochmal auf den Bazar, ja, dann nehmen wir euch mal mit. Guck mal die kleine freche Taube. Die denkt bestimmt, wir lassen gleich was zu essen fallen, ha? Wir haben es vorhin gerade schon mal drüber gehabt. Also so, ich vergleiche das ja immer mit meinem Campingurlaub, ne? Das ist schon erstmal eine ganz andere Hausnummer hier. Also das ist schon geil, wenn man immer alles so serviert kriegt. Aber wir haben vorhin auch gesagt, man kann auch nicht mehr wie essen, ne? Du hast hier Frühstück... Nach dem Frühstück kommt gleich das zweite Frühstück. Nach dem zweiten Frühstück kommt direkt Mittag. Nach dem Mittag kommt direkt Kaffee trinken. Und nach dem Kaffee trinken hast du nochmal so ein Waffelgedönszeug. Und danach hast du gleich Armbrot. Und nach dem Armbrot kommt das zweite Armbrot. Da kommt der Mittagssnack. Und man hat irgendwie immer das Gefühl, ach komm, es ist doch bezahlt. Und an der Bar musst du ohne, weil es ist ja bezahlt. Und du bist eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Scheiße nicht reinschieben. Ich habe, ohne Scheiße, ich habe eine übelste Blaue. Ich kann dir gar nicht zeigen, wo ich rausschneiden will. Eine übelste Plauze dran, mir ist den ganzen Tag Hundselend. Wir versuchen schon immer nur Salat zu essen und so leichtes Zeug, aber man kann halt wirklich einfach nicht mehr wie essen. Und jetzt nach 2 Tagen hängt es uns eigentlich schon zum Hals raus, ne? Und wenn du dann alleine mit dem Auto unterwegs bist, klar musst du dir den Mist immer alleine zubereiten, aber du kannst essen, wann du möchtest, du hast keine Zeiten dazu. Na gut, hier geht's eh rund um die Uhr. Ich kann so mal das Frühstück und das zweite Frühstück auslassen, aber... Und du kannst dir immer einen richtig geilen Platz aussuchen, wo du halt essen willst. Ne? Suchst du einen geilen See oder irgendwo am Meer einen Platz oder so. Und dieses Gebundensein an Zeiten, das ist für mich tatsächlich eine Herausforderung. Und vor allen Dingen immer die ganze Zeit so an einem Ort zu bleiben. Normalerweise wäre es für mich so die Zeit nur so nach 2 Tagen, dass ich sage, komm, wir fahren mal ein Stück weiter, gucken uns noch irgendwas an. Nur für morgen haben wir, was haben wir morgen gebucht? Ah ja, so ein Green Canyon. Das haben wir eigentlich deswegen ausgewählt, weil da wird man mit dem Camper auch nicht hinkommen. Ich würde Party. Dort kommen halt nur, nicht Einheim, wie heißen das? Da kommen halt nur so Guides hin, die halt irgendwelche Touristen führen. Und bloß mit dem Elektroboot, weil das ist Trinkwasserquelle dort. Und aber naturmäßig mega geil. Und dann nehmen wir euch morgen auf jeden Fall nochmal mit.
Und ich muss mit Jess unbedingt nochmal ins Hammam. Das will ich dir unbedingt zeigen. Das ist schon mega geil. Dann nehmen wir euch bestimmt auch mit. Dann liegst du nackt auf der Liege und lässt dich massieren. Ich filme. Na genau. Ist er dabei. Aber wisst ihr, was ich an Siedler total geil finde? Ich weiß, jetzt sieht man es, glaube ich, gar nicht so richtig. Du hast hier hinten im Hintergrund, sieht man, glaube ich, schlecht und ist ein bisschen vernebelt, hast immer die Berge, doch ein bisschen sieht man es, ne? Du hast immer die Berge und auf der anderen Seite halt das Meer. Also das ist schon eine übelst mega Kombi. Also wir trinken jetzt unser lecker Kaltgetränk aus und dann sehen wir uns auf jeden Fall am Bazar zum Shopping der ganzen Fake-Produkte. Ich werde mich dann nur noch sehen hier mit übelste Magenklamotten, hier North Face und hast nicht gesehen. Pass auf. Endlich gibt's hier mal was zu essen, ey. Ich bin schon sowas von ausgehungert. Und das ist türkische Basar. Shopping time! Mal gucken, was wir finden. Ich nehme auf jeden Fall so eine kleine süße Öllampe fürs Auto. Und ich brauche, glaube ich, ganz viele Fake-Klamotten. Fake-Schuhe und andere 8 neue Ohrringe. Die sind abhanden gekommen. Wollen kaufen, überall wirst du angequatscht. Das ist eine absolute Katastrophe. Guckst du? Na, wir haben, danke! Was? Ohne Eintritt gucken. Bitte. Guckst du ohne Eintritt? Ja. Kommen später. Okay. Katastrophe. Ja. Das ist übrigens Abed, mein Freund. Ja. Wir haben gerade bei Abed den Laden leer gekauft. Gell? Danke schon. Wenn ihr hier mal seid in Siedel, kommt bei ihm einkaufen. Bester Mann, sage ich euch. Guckst du? Ja. Beutel um Beutel. Wie viel Kohle haben wir uns hier gelassen, Abed? Ja. Wie viel Kohle? Alles. Ja. Unser komplettes Urlaubsgeld. Aber hat sich gelohnt. Gute Sachen. Wir wurden gerade gezwungen, ein neues Tattoo zu stechen. Ich wollte mir ja das schon immer mal abcovern lassen. Und da hat jetzt hier Design mit so Rosen und so. Ich hatte denen so ein Beispielbild geschickt und macht das hier mit Photoshop eigentlich richtig gut, aber 800 Latten, Alter! Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht's zum Wasserfall. Ich glaube, der Bus ist schon da. Ich will mal gucken, ob der auch für uns ist. Wir haben jetzt ein bisschen Problem. Jess hat sich gestern so hart verbrannt und wir haben keine Sonnencreme und nichts. Wir müssen mal gucken, wie wir das regeln. Guten Morgen! So geht los in Richtung Green Canyon. Im Urlaub um 6 aufstehen ist auch eine harte Nummer. Erste Halt und ich habe alles verpennt. Ich zeig euch schnell. Guckst du hier Staudamm oder sowas ist hier? Gar nicht sein, warum meckst du mich nicht? Guckst du blaues Wasser hier? Schön. Schön, wunderbar. Diese Frau, die kriegt hier alles mit und lässt mich pennen. Das kann doch nicht sein, ey. Video voll verkackt hier. Die Frau macht mich alle. Die sollte das jetzt alles mal für die Kamera wiederholen, was hier abgeht. Die ist so kamerascheu. Jetzt sag das nochmal. Ich habe nur Essen und Trinken gehört, da war ich wach, da habe ich das... Trinken kriegt man doch kostenlos irgendwie. Beim Rest war ich wieder raus, ging es nur um Essen und Trinken. Was jetzt? Wo gehen wir hin? Die Verausbeutung. Na, ist doch fast wie mit dem Camper, hä? Das erinnert mich an letzten Sommer mit dem Krea in Griechenland. Das sah so ähnlich aus. Vermisse ich schon ein bisschen. Wenn die Aufnahmen zu sehr wackeln, beschwert euch beim Busfahrer. Alter! Knappe Kiste hier. Leck mich am Arsch. Bock wieder mich selber ins Auto zu setzen und selber zu fahren, so eine Reise zu machen, ne? Da kribbelt es mir so unterm Arsch, ey. Jetzt geht's aber aufs Boot, so ein Elektroboot. Das sind die Enten, die hier fahren dürfen, weil wie gesagt, hier ist ja Wasserqualität. Trinkwasserqualität, hier ist Wasserqualität. Und warum ist eigentlich hier so unscharf? Was ist da los? Magnete für den Kühlschrank, da müssen wir heute nachher noch einen mitnehmen. Ich muss unbedingt zurück in mein Auto und Camper und selber so eine Reise machen. Ich vermisse das so hart, ne? Das Geilste ist mit dem Camper, da findest du so eine Plätze und da stehst du völlig allein mit deinem Camper ohne diese Massentourismus-Scheiße. We'll be right back.
Oh krass, kommst du um die Ecke und da ist eine riesen Wand vor dir. Heftig. Jetzt geht's ab durch die Höhle. Hier, das ist eine von den Quellen, wo das Trinkwasser herkommt. Kurze Badepause hier vor dieser herrlichen Kulisse. Ich verzichte freiwillig, mir ist so kalt, mir stehen schon die Nippel wie Kleiderständer. So lässt sich's schon aushalten. Eigentlich wollten wir hier so eine Buggy-Tour mitmachen. Wir sind richtig schön durch den Schlamm und durch Wald und Wiesen und was weiß ich. Aber wir haben echt nicht die passende Kleidung dazu. Danach siehst du aus wie eine Sau. Jetzt gibt's hier erstmal Habi Babi bis zum Mittag. Eigentlich sind wir hinterher und wir freuen ja sowieso schon den ganzen Tag wieder aus der Reihe. Ist wieder typisch. Oh, geil. Das hat was bis Oma. Eigentlich wäre es geil reinzuspringen, ne? Na dann, los. Otello, Restaurant. Hilfe, Hilfe, wir suchen Reisegruppe hässlich. Wir haben uns schon wieder von der Gruppe entfernt. Du bist nie wohin. Man kann auf jeden Fall vor schlechter Kulisse essen, ne? Da geht's schon los. Eigentlich hieß es, hier wird da irgendwie gegrillt am Strand oder sowas. Ne? Gut, hier ist ein Strand. Und man kann sich aussuchen, was man isst. So von wegen, ob man ohne Fleisch, gibt's einfach Fleisch vorgesetzt, Weizenebli. Alles das, was sie nicht essen kann, ist natürlich ein bisschen derbe, ne? Schöne Fische wenigstens was davon haben. Boah, guckt euch mal die geilen Zitronen an. Die sind bestimmt auch herrlich süß, anstatt so extrem sauer, ne? Ich muss schon sagen, Türkei ist landschaftlich wirklich richtig, richtig geil, ne? Also es gefällt mir echt gut. Oh, die riechen mega krass intensiv, ne? Sind hier nicht so eine... Oh, geil, die riechen auch... Riech mal, das riecht auch richtig süß. Ja. Okay. Wir schneiden die jetzt mal an, ich muss die unbedingt kosten. Mein provisorisches Messer. Das ist halt das Krasse, ne? Wenn du nie mit deinem Camper unterwegs bist, du bist es ja gewohnt, immer alles dabei zu haben, ne? Und jetzt so minimalistisch zu leben und nur das, was im Koffer ist, das ist schon krass für mich. Krasser Unterschied. Oh, das riecht so geil. Ey, macht euch kein Bild. Das ist so ein krasser Unterschied. Taste Test? Mhm. Ja. Schmeckt wie eine Zitrone. Aber die sind nicht so. Das ist anders. Mhm. Mmh, geil. Da ist so viel krass viel Aroma drin, oder? Also viel mehr Aromen als bei uns. Es ist nicht einfach nur sauer, da kommt so viel mit hinterher, aber man kann es gar nicht beschreiben. Finde ich wirklich geil. Jess hat noch zwei gepflückt für heute Abend. Schmeckt die Mojitos besser. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen ab und warten auf den Rest. Dann geht's weiter. Ich tue mir vorne nach Manavgatlay, oder? Ja. Und dort ist heute dieser Markt. So ein typisch türkischer Markt. Also nicht so wie gestern, wo wir waren, sondern so richtig so mit türkischen Spezialitäten. Da bin ich eigentlich gespannt drauf. Vielleicht findet man irgendwas Schönes, Neckisches, aber eigentlich bin ich schon pleite. Also wir sind gestern so eskaliert hier bei Ahmed, oder? Also eigentlich bräuchte man einen dritten Koffer und ich habe ein bisschen Schiss, dass wir eigentlich den ganzen Kladderadatsch gar nicht mit heimkriegen. Naja. Bei sowas hier, da kriege ich echt Brechen, ne? Hat uns keiner vorher gesagt, ja, ich weiß nicht, ob die Verträge mit den Einkaufszentren haben, jetzt schleppen die uns ja her, da rennen die alle zu 100 dort rein und da sollst du nur kaufen, den Dreck, ey. Geh mal vom Sack sowas. Guckt euch diese kranke Scheiße an, Alter. Das hältst du nicht ab. Ich bin gerade ein bisschen stinkig. Also das hat man so nie erzählt hier, dass die uns hier in so eine Bumsbude bringen, ne? Und du gezwungen wirst einzukaufen. Du siehst was hier vom Manavgat auf dem Markt oder was? Vielleicht kommt das auch noch. Aber sowas ist schon wieder... Oh, ich hasse sowas, ne? Das kann man da vorher aus dem Maul aufmachen. Ich glaube, da hätte ich den Scheiß aber auch nicht gebucht. Also für die 10 Minuten, wo wir dort rumgeschuppert sind... Ich weiß nicht, ob es das... Gut, du hast es mal gesehen, ne? Oder ja. Hast du keinen gesehen? Kannst du nicht ausdenken, läufst im Entenmarsch durch die scheiß Manavgat, Alter. Welcome to Manavgat City. Zum Brechen, sage ich euch. Bevor, wenn ich hier raus bin, der Scheiß vorbei ist und wir im Hotel sind. Brauchen unbedingt Bargeld, jetzt war ich hier drin auf der Bank, aber ich spreche kein Wort Englisch. Ich wollte wissen, was das hier für Gebühren kostet, ob das besser ist, wenn wir hier mit Karte zahlen. Wir müssen, haben nämlich am Mittwoch einen Tattoo-Termin, wir machen uns später so ein Cover ab. Wir konnten die Idee sagen, wir wurden überredet gestern.
Und das Problem ist, sie brauchen Bares, denn nur Bares ist Wahres. Aber mal sehen, wie. Vielleicht können wir da mit Karte zahlen. Aber sind die Gebühren halt so scheiße hoch hier. Hier spricht auch kein Mensch Englisch. Stunde abgesessen, zurück zum Auto endlich. Wollt ihr kleinen Jesse mal pissed off sehen? Hier so krass abgefuckt von der Scheiße hier. Wie ist denn unser Plan, wenn wir wiederkommen? Trinken. Erstmal wird die Hotelbar gekabert, ey. Es hält uns im Company aus hier. Haben wir uns jetzt verdient nach der ganzen Scheiße? Prost. Es gibt jetzt leider noch kein Armbrot, aber wir haben ja den Pool noch nie genutzt. Wir liegen uns noch ein bisschen rum und dann wollen wir mal hier das Gameland noch mal ein bisschen testen. Mal gucken, was da für Cooles gibt. Wir sind beide so durch, wir müssen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Wer den nächsten Drink holt. Los. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Schnick, Schnack, Schnuck. Was ist das denn? Was ist das? Die spielt mit unfairen Mitteln. Es gibt noch, das Spiel ist Schere, Stein, Papier. Der Brunnen. Die Schere fällt in den Brunnen. Das kannst du knicken. Ich gehe nicht, das machen wir nochmal aus. Los. Schnick, Schnack, Schnuck. Was ist das? Finger hoch. Oh Mann, ich gehe schon. Da Jess freiwillig verloren hat. Krieg ich mein Drink jetzt sogar serviert. Dankeschön. Eine Pina Colada mit Milch, da wachsen die Muskeln. Oh yes, hier sind wir richtig. Das muss heute Abend, das muss man heute Abend machen. Hier, das ist einer für dich. Du nimmst den, ich nehm die Biene. Diese Frau, ne, die könntest du hier im Hotel aussetzen. Die würde nie wieder zurückfinden. Die verläuft nach einer Woche immer noch auf dem Weg zum Speisesaal. Ich gehe beste mit der. Wenn ihr auch mal vor der Wahl steht, bucht euch lieber hier sowas mit Jetski fahren oder Bananenboot. Mit diesem Schirm da hoch oder sowas. Der bezahlt jetzt 80 Euro pro Person oder so. Ne? Haben wir gestern auch bezahlt für diesen Ausflug. Aber du wirst danach nie zu irgendwelchen Shoppingtouren gezwungen oder irgendeinen Scheiß. Sondern hast deine, was weiß ich, hier, halbe Stunde Spaß, 20 Minuten und danach kannst du gehen und kannst wieder dein Zeug machen, auf was du Bock hast, ne? Jess und ich, wir haben ja heute Jubiläum und ich habe vorhin mit der Hotelchefin gesprochen, die war total süß. Ich hatte eigentlich sowas fürs Essen bestellt heute Abend. Die wollen uns einen Tisch schön decken und ein bisschen herrichten und alles. Nun kommen wir aufs Zimmer, war total niedlich. Da haben sie uns hier so einen Schwan gebastelt, ist es nicht süß? Ich finde es ja immer faszinierend, wie die sowas hinkriegen, ne? Diese Falltechnik, ich hätte es gleich wieder vergessen. Ich hoffe, heute Abend geht das auch klar. Jess sitzt gerade draußen. Ich bin gespannt, was die so herrichten. Wir machen uns jetzt fertig fürs Hammer, wir werden gleich abgeholt. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen mitnehmen. Ticket? Muss ich gleich erstmal dokumentieren. Ich fasse es nicht, ich glaube es nicht. Du wirst da aufgerufen nach Hotel- und Zimmernummer, da stiefeln wir davor. Da verdrückt er so einen scheiß Handhut an. Da sagt er zu Jess, hier für die Dame, guck mich an, und hier den Schlüssel für den Herrn. Ich bin im falschen Film. Da muss los, Brody, kann ja nicht bleiben. Aber filmen werde ich drinnen nie können. Der hat gesagt, wir müssen hier alles wegschließen. Und dann fände ich natürlich auch mit der Frösche mit Handtuch und Schlummern noch. Nein. Bist jetzt raus, bin mal nach durchs Bild gerannt. Ey, ist mal ohne Mist, ne? Ich bin ja heute nicht unbedingt ladylike, aber ich sehe da nicht aus wie ein Typ, Junge. Total geschockt, ne? So, wieder draußen. Also, naja, ich muss sagen, ich war schon mal im Hammer. Und da war die Massage wirklich sehr außergewöhnlich, ne? Die haben da deine Arme verrenkt nach hinten genommen und so und deine Beine und ruhig massiert. Das war eher mehr so wie ein Eincreme. Ich glaube, im Hotel, da hat es was Doppelte gekostet. Aber dann wärst du besser gekommen. Die Kleine, die war ja ein bisschen, das war so eine kleine Zarte, ich weiß, und ich glaube, die konnte nicht mit mir anfangen oder was. Dann ist die fünfmal während der Massage aus dem Raum gerannt, das fand ich ein bisschen scheiße. Ich wollte eigentlich drinnen filmen, aber das sind ja, oh, das war so Massentourismus schon wieder. 1000 nackte Menschen, halbnackte Menschen, da kannst du natürlich nicht filmen und machen. Und fandest du es denn? Eine neue Erfahrung. Eine grenzwertige Erfahrung. Ne, war gut oder war nicht gut im Großen und Ganzen? Ja, kann man machen. Es ist immer noch kamerascheu. Also hier ist es ein bisschen anders gemacht. Normalerweise lag man früher, als ich das mal gemacht habe, liegt man auf so einem heißen Stein. Ne? Und hier gehst du halt in die Sauna mit den ganzen anderen. Und wenn du Lust hast rauszugehen, gehst du halt raus. Mit dem Handschuh so eine Peeling-Massage hier überall. Ist total geil auf Sonnenbrand. Ne? Also es ist schon eigentlich blöd, dass sie auf sowas keine Rücksicht nehmen. Und danach kommt so eine Schaummassage, da blasen mit so einem Kissen so eine Seifenlauge auf und dann wirst du unten mal so ein bisschen, aber das war alles ein bisschen Larifari, ne?
Und dann habe ich mir von der Ölmassage so viel versprochen und die hat mich einfach nur eingeschmiert. Das war ein bisschen traurig. Haben sie das nie süß gemacht? Ist das geil. Sehr geil. Tausend Dank an das Hotel. Ich muss das nochmal festhalten. Guckt euch das doch mal an hier mit den Blümchen und so. Die haben sich so viel Mühe gegeben hier mit diesen... Hier mit diesen Herzchen und oh, und in den Gläsern und Kerzchen. Also total süß, gell? Tausend Dank an Eiche. Natürlich müssen wir den Abend ordentlich ausklingen lassen und nehmen noch den Sonnenuntergang mit hier am Strand, damit ihr immer was am Strand seht hier. Naja, hier sieht man heute, nee, es ist ganz schön wolkig, aber die Idee zählt da dahinter. Naja, ich sag mal so, es ist ein Untergang. Welcher? Ich hoffe, die unsere. Guck mal, von der Kamera aus sieht es gar nicht so blöd aus hier. Könnte man denken, wir haben einen schönen Sonnenuntergang gepasst. Naja, Leute, nur noch 6 Mal essen, dann fahren wir wieder nach Hause. Also morgen, ja, wir fliegen. Morgen ist der letzte Tag. Und naja, wie es halt so ist, wir lassen uns morgen tatsächlich noch das Cover abmachen beim Tätowierer. Also, ich kacke mir ins Hemd, ey. Muss vorher erstmal 3 Schmerztabletten fressen oder so, keine Ahnung. Und dann nehme ich euch auch mit und dann fliegen wir nachts. Du weißt besser Bescheid. Wann? Wir fliegen früh. Früh, Donnerstag früh. Also, aber nachts müssen wir ja aus dem Hotel schon raus. Auschecken. Wie spät? Ich vermute 4:30. Wir werden die Nacht bestimmt durchmachen, keine Ahnung. Wir haben uns einen Cocktail, nehmen wir unten an den Strand setzen, noch ein bisschen genießen. Und dann ist der schöne Urlaub auf jeden Fall schon wieder vorbei. Es war ein absolutes Kontrastprogramm zum Camperleben, ne? Ich habe ja schon gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Freiheit und es kommen Leute, das kann ich gleich nicht mehr frei reden. Immer so an diesen einen Ort gebunden zu sein, aber es ist natürlich auch mal saugeil, sich so verwöhnen zu lassen, aber alter Schwede, ohne Scheiß, ich muss mir auf dem Rückflug bestimmt so einen XXL-Sitz buchen im Flieger. Ich habe hier 20 Kilo zugenommen in den paar Tagen, es ist unglaublich. Und man kann halt auch nicht mehr, ich habe eine Plauze dran, ich habe mich halt schon so geschämt in dem Hammam. Boah, also nächste Woche ist auf jeden Fall Hardcore-Diät angesagt erstmal. So, wir genießen jetzt den Abend hier zu zweit und unser 10-jähriges und ja, wir sehen uns dann morgen früh in alter Frische. Bis denn. Jetzt wird's, wie es werden soll. Guckt euch das an. Geile Kulisse. Unsere Zeit ist leider gezählt. Wir genießen jetzt hier noch sowas aus der Boulangerie. Koffer sind gepackt und ihr werdet sie kloppen. Wir haben tatsächlich alles reingekriegt. Wir haben noch 2 Rucksäcke gekauft, so als Handgepäck. Ich hoffe, es geht noch als Handgepäck durch, weil wir haben ja Türkei leer geshoppt. Und heute Nacht geht es dann zurück. Aber wir haben ja heute noch ein ganz, ganz, ganz großes Himmelschiss. Ich habe ja gesagt, hier das Cover ab, gell? Das machen wir dann wirklich tatsächlich heute noch. Klein nach dem Onboard flitzen wir hin und lassen wir uns erstmal televieren. Dann kommt auch gleich der Flieger. Ich bin gespannt. Als wir hier angekommen sind, ne, hatte das Hotel eine Auslastung von vielleicht 20% oder so. Hä? Schätzt du? Ja. Und so. Und, oh, guck mal, die frechen Tauben immer. Ja, hallo. Willst du ein Stück Kuchen von mir? Gebe ich dir gerne ab, schmeckt nämlich nicht. Und jetzt seit vorgestern, gell? Ja. Sind wir ungefähr bei einer Auslastung, also schätzungsweise so bei 75-80%. Und hier ist ein Bowling. Wenn du essen gehst oder so, du musst dich da durch die Menschenmassen drängen, ne? Oder hier auf Terrasse nochmal einen Platz zu kriegen abends, kannst du vergessen. Dann sitzt der beim Essen, dann kriegst du nichts zu trinken, weil die gar nicht hinterherkommen. Ich frage mich, wie die das machen, wenn hier 100% ist. Das ist jetzt schon, also am Strand kriegst du mit, ne? Es ist alles so überlaufen. Und eigentlich sind wir ganz froh, dass wir die ersten Tage hier mit so wenig Leuten hatten. Da konnte man das frisch genießen. Jetzt ist es echt Zeit, dass wir eigentlich gehen. Und das sind also ein frecher Spatz. Die kommen immer alle hin. Der will auch ein Stück Kuchen. Ja, und das sind halt dann immer so Dinge, wo ich meinen Camper extrem vermisse. Ne? Dann fährst du halt einfach einen Platz weiter, wenn es zu viele suchst, den nächsten geilen Platz und schillst dort dein Leben. Naja, deswegen fahren wir halt wieder heim heute. Ne? Machen wir halt so. Läuft bei dir? Ahmed macht eine richtig gute Arbeit, sieht richtig gut aus mit den Schattierungen. Aber ich bin völlig am Arsch, eigentlich kann ich überhaupt nicht mehr. Das ist übrigens Emre, aka
Arschgeige. Der hat uns die Scheiße hier eingebrockt. So, wir sind raus. Es ist jetzt kurz nach 12, Viertel 1 oder so. Unser Flieger geht dann. Ich bin völlig fertig. Ich... Nie wieder. Ich bin sowas von geheilt, sag ich euch. Ergebnis, ich habe ein Foto gemacht. Ich blende es euch ein. Moin, moin. Wie man es uns vielleicht ansehen kann. Wir sind ein bisschen fertig auf dem Dach. Es ist jetzt hier 4 Uhr Ortszeit, glaube ich, gell? Wir müssen jetzt so anderthalb Stunden warten, bis die hier uns da reinlassen. Oh, wir sind völlig durch, aber ich wollte euch mal ganz kurz unsere Tattoos zeigen. Ich finde Jess ihr, das blendet jetzt ein bisschen, ist richtig geil. Ist richtig, warte doch mal. Ich finde Jess ihr, ist richtig geil geworden. Mega. Sag mal deinen Kompass. Richtig, richtig geil. Meins sieht ungefähr so aus. Man sieht es gar nicht. Hier oben ist die Folie ab, sieht man es besser. Das ist Jess ihre Geburtsblume und das bei ihr ist halt meine Geburtsblume. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vom Flug, weil der Hinflug, der war schon, nee, ohne, finde ich, ne, da ging es, also waren immer so wie Luftlöcher, das Flugzeug war so abgesackt und hat so geruckelt. Und das war schon ein scheiß Gefühl, gell? Oh, gerade für sie mit dem ersten Flug, das braucht man nicht nochmal. Back home, leider Gottes. Also wie ihr seht, wir haben wieder von Flippen und Bikini auf Wintermode umgestellt. Wir sind hier angekommen, es hat erstmal geregnet und es war stürmisch. Jetzt kommt jetzt ein bisschen die Sonne. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Es war ein Wunder. Also eigentlich war es der schönste Urlaub, den ich jemals so, wie sagt man, zwischenmenschlich hatte. So zu zweit oder zu vielen Menschen, meine Güte. Ey, sorry, wir haben echt nie gepennt. Ne? Wir sind seit gestern hier. Früh um 9 Uhr durchgängig halt, ach, was ist ich für ein Beispiel, ich kann nicht mehr, ich kann gar nicht mehr, wie ich ein Auto fahren kann. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, danke, dass ihr uns begleitet habt und bis